Und da schleim ich dann willkommen zurück zu einer kleinen Runde Geometry Dash. Und heute ist das Ganze ein bisschen anders. Aber warum es anders ist, das werde ich euch gleich erklären. Wie ihr wisst, habe ich das letzte Mal das Level Electro Man Adventures geschafft. Das Ganze war relativ einfach sogar. Ich habe es relativ schnell geschafft. Ich habe letztes Mal noch gesagt, dass ich das Level Clutterfunk total gehasst habe und total scheiße fand. Ich habe das Ganze auch nochmal geschafft. Es war echt kacke. Ich habe eine halbe Ewigkeit gebraucht dafür. Ich hab's nicht genossen. Nun ja, und danach war ich ein bisschen vor der Zwickmühle, denn die restlichen Level sind alle ziemlich schwer. Ich hab Clubstep, das ist ein Demon-Level, das werde ich so schnell nicht schaffen. Dann hätte ich eigentlich Electrodynamics, aber ich habe festgestellt, dass Electrodynamics eigentlich noch schwieriger ist als das nächste Level. Das nächste Level ist Hexagon Force. Ihr seht ihr schon, 90% habe ich da. Wieso mache ich ein Video darüber, wenn ich schon bei 90% bin? Das Ganze liegt daran, ich habe schon eine Aufnahme gemacht. Da war ich ungefähr bei so 60% und habe davon bis auf 90% hochgespielt. Bin danach aber immer wieder direkt am Anfang verreckt und bin einfach nicht mehr weitergekommen. Das ist meiner Meinung nach der schwierigste Teil des ganzen Levels. Zack, jump, jump. What? Okay, Leute. Oh mein Gott, bin ich dumm. 3:28 Uhr nachts. Ich habe das Level jetzt noch so viel geübt und habe einmal sogar im Practice-Mode mit einem Versuch es direkt durchgespielt. Deswegen sollte es jetzt mir jetzt wohl wirklich möglich sein, dieses Level jetzt endlich mal zu spielen. Und wenn ich es schnell schaffe, dann spielen wir danach vielleicht noch ein paar Online-Level. Okay, ich würde mal sagen, ich zeige es euch ein bisschen. Ich mag dieses Lied auch und vor allem auch das Level. Das mag ich unglaublich. Also vor allem auch den Track dazu, den finde ich wirklich super. Der Anfang hier, der ist meiner Meinung nach sehr einfach. Den habe ich jetzt schon so oft geübt, dass ich ihn einfach sehr gut kann. Bei diesem Raketenpart hier, bei diesem Spaceship-Part, hatte ich echt Probleme, aber mittlerweile ist das auch kein großes Ding. Der hier ist wieder sehr einfach und hier genau dort bin ich bei der letzten Aufnahme auch gestorben, obwohl ich ja nie sterbe. Okay, Leute, jetzt aber. Genau, hier geht's weiter und hier müssen wir einmal jumpen und jetzt verdoppeln wir uns. Das Ganze ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, ihr versteht recht gut, was das hier ist. So, und genau dort, was ich gerade gespielt habe, dort bin ich letztes Mal 200.000 Mal verreckt. Und jetzt seht ihr First Try. Das ist wirklich, also ich verstehe nicht ganz, was ich da für Probleme hatte. Und das ist eigentlich auch schon der schwerste Teil des Levels gewesen. Ansonsten kommt hier nicht viel Neues, was ihr nicht kennt. Also hier UFO-Dings. Jetzt gleich kommt nochmal ein Part, der ein bisschen tricky ist. Hier wechseln, zack, zack, zack und so. Okay, Leute. Wir sind durch an der Stelle, wo ich gerade verreckt bin. Und jetzt gleich kommt nochmal ein bisschen tricky Part. Der hier, weil du musst genau da durchfliegen. Ich bin so dumm. Ich hab's geschafft und ich bin trotzdem gestorben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ich muss aber auch echt sagen, ich bin gerade echt wieder richtig unkonzentriert. Also vorhin habe ich gerade nochmal probiert. Und da war ich definitiv besser in Geometry Dash spielen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wo ich vorhin das letzte Mal gestorben bin, deswegen kommentiere ich jetzt schon die ganze Zeit. Ich glaube, hier bin ich gestorben. Okay, jetzt sind wir in neuen Gewässern, wenn man so will. Okay, die Stelle ist noch kritisch. Und ich habe genau dieselben Fehler gemacht wie immer. Ich kann das nicht richtig kontrollieren. Ich springe da mal dreimal, aber eigentlich sollte man nur zweimal springen. Das ist ein bisschen schwierig. Aber Leute, wir schaffen das. Ich glaube, das war wirklich jetzt schon 90%, wo wir waren. Also das war, glaube ich, dort, wo mein Highscore bei der letzten Aufnahme war. Und ich nehme jetzt erst seit 5 Minuten auf. Das heißt, ich bin sehr zuversichtlich. Oh mein Gott, Leute. Wir sind dort vorbei. Wir sind an der kritischen Stelle vorbei. Wenn ich jetzt nicht alles verkack, wenn ich jetzt mein Leben nicht verkack, dann haben wir es geschafft. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Wenn ihr irgendwelche Pros zuschaut, es tut mir leid. Aber dieses Level. Alter, ich weiß nicht mal, wie viele Attempts ich hatte. Ich meine, die meisten waren aus dem Practice-Mode, es waren wirklich die meisten. Ich glaube, ich habe 500 Versuche gebraucht, um diese scheiß eine Stelle herauszufinden. Dabei ist die gar nicht so schwer. Ich habe tatsächlich 1500 Attempts. Das ist nicht mehr vertretbar. Okay, Leute, bevor ich euch jetzt noch mit irgendwelchen Leveln hier von den lokalen Leveln nerv, ich bin gerade einfach nur glücklich, dass ich das endlich geschafft habe. Wir haben noch 14 Minuten aufzunehmen, bis ich meine Speicherkarte wechseln muss, weil die dann voll ist. Und bis dahin will ich euch mal noch ein paar kleine, normale hier Dings-Level zeigen, Online-Level. Ein sehr schönes Level ist nämlich The Seven Violins. Das wird als normal angeratet, aber ganz ehrlich, normal ist es nicht unbedingt. Das ist definitiv schwieriger als normal
Schwierigkeit. Aber ich würde mal sagen, wir probieren es einfach mal. Ich mag das Level echt sehr. Also, ich bin echt ein sehr großer Fan von diesem Level. Also, der Anfang, der sieht jetzt hier noch sehr einfach aus. Und das, der ist auch sehr einfach, noch der Anfang. Aber ich bilde mir ein, es wird schwieriger. Es wird tatsächlich noch schwieriger, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Achso, hier muss ich aber nichts machen. Okay, okay. Ach, vielleicht war das doch nicht so schwer. Ich bilde mir hier irgendwie ein, es war so schwer. Aber scheinbar war es es doch nicht. Vielleicht habe ich mich ja getäuscht. Aber das Level war auf jeden Fall sehr cool. Das war dumm. Das war echt dumm, Chris. Ich mache aber mal den Ton ein bisschen leiser. Der ist voll laut. Ich mag es irgendwie, dass hier immer diese Plattformen erscheinen. Die waren am Anfang, war das ein bisschen verwirrend. Oh, ich habe sogar eine Münze geholt, ey. Das ist voll cool. So, irgendwo hier bin ich gerade gestorben. Ja. Ich bin genau an derselben Stelle wieder gestorben. Ich bin so dumm. Ich bin so unglaublich dumm. Okay, wir sind da endlich durch. So, jetzt bitte nicht irgendwie dumm sterben. Vielleicht schaffe ich das jetzt auch sofort. Okay, UFO. Ich hätte jetzt gedacht, hier kommt Wave. Aber okay, okay. Ich kann damit leben. Ich kann mit UFO leben. Wenn jetzt hier nichts total Doofes kommt. Oh, okay. Ich weiß immer nie, was kommt da. Es war vielleicht, ist vielleicht ein bisschen doof, dass ich das immer noch nicht auseinanderhalten kann. Leute, ich muss wirklich sagen, ich bin echt ein mega Fan von diesem Level. Also, ich finde Online-Level selten so nice. Aber das hier, das ist ja, das ist echt gut gemacht. Also, das ist, trifft wirklich genau meinen Geschmack. Ist natürlich relativ einfach. Wenn man mal bedenkt, dass ich jetzt beim paar Versuch jetzt schon bei 85% bin. Aber es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also ich finde sowas ist gerade schön zum Aufnehmen. Das finde ich auf jeden Fall sehr nice. Finde ich sehr nice auf jeden Fall. Bin ich großer Fan. Ich sterb schon wieder genau an derselben Stelle. Ist das mein fucking Ernst? Okay, jetzt kommen wir gleich wieder dorthin. Leute, ich bin gerade am Verzweifeln. Oh nein! Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Was war das für ein Scheiß? Leute, es fängt langsam an, in einen Bereich zu gehen, wo es nicht mehr vertretbar ist, so viele Attempts bei so einem leichten Level zu bekommen. Also Chris, jetzt bitte schaff diesen Scheiß endlich. Oh mein Gott, der letzte Part haut doch mal richtig. Das war jetzt ernsthaftes Level, oder? Das... Warte mal, wo habe ich da noch eine Münze eingesammelt? Oh ja, ein Level, was ich noch sehr cool finde, ist Extraction. Ich habe das schon einige Mal gespielt, aber ich bin leider echt zu dumm, das zu schaffen. Es ist einfach, aber ich bin im Moment, ohne dass ich mich dafür ernsthaft anstrenge, bin ich echt zu dumm. Und es geht auch insane schnell, das Level. Aber es ist echt nicht schwer, also... Ich meine, eigentlich sollte man es echt schaffen. Dieser Teil! Okay, wir sind durch. Und jetzt haben wir so einen UFO-Part. Ich dachte am Anfang, das sind wirklich Stacheln dort, aber das sind nur so Pseudo-Stacheln. Wisst ihr was, Leute? Ich werde das in 4 Minuten sowieso nicht mehr schaffen. Meine Fresse. Okay, Leute, ich würde euch mal sagen, weil ich nur noch 1 Minute habe, muss ich diese Aufnahme jetzt tatsächlich beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch gefallen hat, dass ich endlich Geometrical Dominator... Warte mal, das habe ich gar nicht geschafft. Dass ich endlich Hexagon Force geschafft habe, dann lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann lasst dem Video einen Daumen nach unten da und schreibt ein bisschen Kritik in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss!